haben einen Nachrichtensender gegründet, der heißt Puls24, vor einem Jahr jetzt, und haben jetzt viele Stunden am Tag Fläche, in der wir diskutieren können, Dokumentationen bringen können, Gäste einladen können. Das macht das alles natürlich sehr viel einfacher. Wir haben in diesem Nachrichtensender das Motto, wir beleuchten beide Seiten. Wir haben sehr viele Diskussionen, wollen aber auch in den Beiträgen immer zwei verschiedene Möglichkeiten anbieten. Und ein Grund dafür ist, dass ich als eines der großen Probleme sehe, das uns in der derzeitigen Lage mit dem wachsenden Einfluss von Social Media und dem schwindenden Einfluss von Massenmedien alter Art, so wie TV zum Beispiel, dass uns der gemeinsame Boden für den gesellschaftlichen Diskurs verloren geht. Es bilden sich tatsächlich inzwischen nicht nur Blasen, sondern verschiedene Realitäten. Welche Informationen man bekommt, wenn es über einen langen Zeitraum geht, das formt nicht nur den Blick auf die gleiche Realität, in der wir alle sind, sondern es formt tatsächlich eine eigene Realität. Wir haben eine Herausgeberverantwortung. Nicht der, der die Informationen niederschreibt, sondern der, der sie verbreitet, der sie massenhaft verbreitet, hat die Verantwortung für den Inhalt und muss dafür sorgen und ist auch haftbar, dass da zum Beispiel niemand beschuldigt wird, ohne dass seine Stellungnahme eingehalten wird. Man darf keine Verleumdungen betreiben, man darf keine Privatfotos in den höchstpersönlichen Lebensbereich nicht berühren und so weiter. Je nach Land unterschiedlich, aber da gibt es inzwischen Regeln. Radio und Fernsehen war damals, als es neu war, wahnsinnig teuer, so teuer, dass es ein Monopol war. Noch einen Schritt zurückgehend zum vorigen Medienwandel, am Anfang des 16. Jahrhunderts, also rund um 1500, nämlich die Erfindung des Buchdruckes, der ebenfalls unglaubliche Revolutionen ausgelöst hat. Diese zwei Medienrevolutionen zu verstehen und was sie ausgelöst haben an riesigen gesellschaftlichen Umwälzungen, hilft uns dabei einzuordnen, was jetzt geschieht mit Social Media. Es sind Medien, die etwas Neues machen. Sie verbreiten nicht massenhaft dieselbe Information an viele, so wie es Radio und Fernsehen getan haben und noch tun, sondern sie personalisieren und benutzen dafür zwei Dinge. Einerseits unfassbar große Datensammlungen. Also das große Ziel ist U-Time. Wie viele Minuten verbringt ein User auf dieser Plattform mit seinen zwei Augen auf diesem Screen? Das ist das große Ziel, das zu maximieren. Und um das zu erreichen, werden diese Daten, dieses genaue, feinkörnige Profil der Persönlichkeit verknüpft mit der besten Neurowissenschaft und Neuropsychologie, die es derzeit auf der Welt gibt. Das wird eingespeist in die Algorithmen, die dazu da sind, die Leute möglichst dran zu halten. Und in dieser Verknüpfung haben es diese Medien geschafft, vielleicht nicht mal, indem sie es geplant haben, sondern es ist so passiert mit dieser Maximierung, dass sie es in die kleinen Schwächen jeder einzelnen Persönlichkeit eindringen können und die Leute dort erwischen, wo sie etwas wirklich fesselt. Emotionen und da besonders Wut und Aufregung führen dazu, dass man länger dran bleibt. Das Unheimliche ist, wir müssen nicht darauf warten, dass künstliche Intelligenz besser ist als der Mensch und intelligenter. Das ist etwas, das sehr, sehr viel so, über das wird viel diskutiert, Singularity und wann ist dieser Zeitpunkt. Aber das ist gar nicht der Punkt. Es reicht, dass sie die Schwächen erkennen können. Wie ein Zauberer mit einem Kartentrick, der muss nicht intelligenter sein als sein Gegenüber, sondern er muss diese eine kleine Schwäche in der Wahrnehmung kennen, die bei allen Menschen da sind und da hineingehen. Und das können diese Algorithmen, diese künstlichen Intelligenzen, darauf sind sie trainiert. Und das hat massive politische Auswirkungen. Was wir jetzt sehen, ist, dass nicht nur Werte vermittelt werden, sondern Misstrauen vermittelt wird. Der Weg raus ist meiner Meinung nach so etwas, wie wir gemacht haben mit Radio und Fernsehen, also wir, unsere Vorfahren, nämlich diese Monopole in den Griff zu bekommen und so etwas wie ein öffentlich-rechtliches Medium, eine öffentlich-rechtliche Plattform zu machen, und zwar eine, die in Europa ist.